Willkommen zu Let's Show zu Fire Phoenix X2, dem zweiten Fire Phoenix 1.7 Team War hier. So, dann beginnen wir erstmal mit einem Rundflug. Ja, es ist ein normal Wargear, also ein jetziges Tier 2 Wargear. Es ist dafür eine Fight Night, an der wir angetreten sind. Es war 2015 ist das Wargear entstanden, weil wie gesagt das zweite Fire Phoenix Team Wargear. Kommen wir erstmal zu den Kanonen. Es hat auf der unteren Ebene 3 One-Hit-MGs, 3 Hybrid-MGs und noch 2 Luftstichs. Dann hat es da auf der mittleren Ebene 2 Stichs und ganz oben 5 Mörser sowie ein bereits ausgefahrenes doppeltes Arti-Schild. Und ihr seht, auf dem Dach steht auch Fire Phoenix X2 drauf. So, und dann gehen wir mal direkt rein. Jetzt sind wir am Wargear. Hier ist man erstmal am Eingang, hat hier noch so ein paar Braustände, auch noch einen Ausguck. Und hier kann man auch die Tür verriegeln, wenn man will, also den Eingang. Und hier oben hat man noch so einen Blick in die One-Hit. Ja, dann gehen wir mal weiter. Und hier sind wir auch schon in der Brücke. Leider sind die Sachen, wie gesagt, nicht beschriftet. Hier ist mal wieder so einen kleinen Sitz. Und sonst kann man hier noch so Brückenlicht, Scheinwerfer, Alarm anmachen. Und das Arti-Schild, das habe ich schon ausgefahren. Außerdem soll als kleines Feature das Wargear ein Pink Fluffy Unicorn Alarm gehabt. Auch hier ist noch ein paar Braustände, aber dann gehen wir erstmal hier auf die erste Ebene. Ja, das ist die erste Ebene. Hier hat es, wie gesagt, erstmal hier Hybrid-MGs gehabt. Das sind einfach Luftstichs eigentlich, aber also MGs. Und die haben auch noch neu beladenes Luftstichs. Und die machen zuerst einen Stich und dann noch so 3 Höhenstreuschüsse. Und wir waren dann auch einer der ersten Teams, die hatten. Das war halt meine erste Version davon. Die war noch relativ groß, relativ unkompakt, aber sie hat funktioniert und das hat ja auch gereicht. So, hier haben wir erstmal noch einen Ausguck hier vorne. Wo man sogar eigentlich den ganzen Gegner sieht. Dann haben wir hier daneben noch eine Luftstich. Das ist ja die normale. Das ist die normale 8 Breite. Nur ein bisschen modifizierte Version, aber jetzt nicht sonderlich viel. Die können wir dann auch noch die MGs anmachen. Ja, haben wir hier die mittlere Hybrid-MG. Noch ein Luftstich, noch ein Ausguck. Und hier auch mal noch eine Hybrid-MG. Ja, hier geht es auch nur hoch, wo man noch so ein paar Sachen einstellen konnte, der MG. Und dann gehen wir hier mal weiter nach oben, weil die nächste Ebene ist deutlich weiter oben. Ja, hier sind wir, jetzt wieder Baustände noch. Und jetzt erstmal eine 32er Stichkanone. Sonst kann man dazu auch nicht so viel sagen. Hier kann man die Delay umstellen. Und das war's auch schon. Die gibt es einmal auf der Seite. Und wenn man auf der anderen Seite runter geht, gibt es die auch nochmal. Aber ich hatte eine relativ hohe Hochgerate gerade, deswegen war ich jetzt auch nicht so gut. Ja, und ich habe es ja schon beim Fire Phoenix X1 schon gesagt. Diese Ebene hatten wir ziemlich viel Wargears. Ja, hier befinden sich, wie ihr seht, 5 Mörser insgesamt. Ja, also einfach 5 Hyperion-Mörser. Sonst kann man nicht mehr zu viel sagen. Also 32 Projektile stechen, danach kamen sie sich in dem Schaden runter. Und für Hyperion-Mörser waren die Teile, wie gesagt, meiner Meinung nach ziemlich nice. Ja, wir fliegen einmal hier durch. Und sonst kann man dazu eigentlich auch nichts sagen. Die sind, wie gesagt, auch in dem Speedbuild Public in 1.7. Und dann gehen wir aufs Dach. Einfach hier auf. Es sind insgesamt 4 Dachaufgänge hier. Hier kann man noch so ein bisschen Technik von oben vom Mörser sehen. Sieht eigentlich ganz nice aus so. Das Design ist wie immer von Manyboy. Ja, also die Schilder und so klopfen natürlich, weil zum 12. wieder leider alles verbuggt. Und es war gerade eigentlich als erstes war ich auch mal hier ein Boaster drin. Auf jeden Fall, das ist nice, dass es das erste war, dass es das so hatte. Ja, aber das war es ja auch schon mit dem Let's Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ich kann euch auch gerade nochmal oben in der Infocard, falls ihr es noch nicht angeschaut habt, oder auch in der Endcard. Das ist schon zu Fire Phoenix X1 verlinken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, bald geht es dann weiter. Dann zeige ich euch Fire Phoenix X3 und auch noch X4, X5 und X6. Ja, das ist auf jeden Fall eine positive Wendung dann. Dann sehen wir uns bald wieder zu einem weiteren Video. Ciao!